wenn ich in der Entstehung des Projektes mit Menschen in meinem Umfeld über den Titel gesprochen habe, gab es eigentlich zwei klassische Reaktionen. Einmal die Frischverliebten, die gesagt haben, ich brauche nur einen. Und damit war dann der neue Partner gemeint. Und zum anderen die nicht mehr ganz so frisch Verliebten, die eher mit der Stirn gerunzelt und sich gefragt haben, wie kann man denn da auf 111 Gründe kommen. Ich persönlich glaube, dass die Liebe sich in genau diesem Spannungsfeld bewegt. Also sicherlich, wenn wir über die Liebe sprechen, denken wir oft an den Beginn einer Beziehung, an die großen romantischen Gefühle, an den Hormonschub, an schlaflose Nächte, an all die wunderschönen Dinge, die eben nur zu Beginn einer Liebe genauso passieren. Ich glaube, dass Liebe aber viel mehr ist als das. Liebe braucht eine gewisse Arbeit, Liebe durchläuft Entwicklung und Liebe in einer Partnerschaft ist etwas, dem man sehr viel Hingabe und Pflege widmen sollte, wenn man möchte, dass sie funktioniert und bleibt. Und all das sind Bereiche, aus denen sich ganz wundervolle Gründe ergeben, tatsächlich dann auch an die Liebe zu glauben, weil es eben funktionieren kann, weil man eben sich auch den Zauber in einer Beziehung erhalten kann, weil es gar nicht so sein muss, dass man sich nach ein paar Jahren morgens zur Seite dreht und den anderen neben sich liegen sieht und denkt, um Himmels Willen, wie bin ich eigentlich bei dem gelandet? Das sind also alles Phasen der Liebe, über die ich in meinem Buch schreibe, Gründe, die ich finde aus diesen verschiedenen Phasen. Was mir außerdem wichtig war, ich glaube, dass bei allen Gemeinsamkeiten, die dieses Gefühl auf der einen Seite bietet, jeder doch seine Liebesbeziehung natürlich anders lebt und erlebt. Deswegen habe ich mit Paaren über ihre Lieben gesprochen, habe mir erzählen lassen, wie haben sie sich kennengelernt, wie funktionieren sie miteinander, was sind so die Eigenheiten ihrer Liebe. Und weil Liebe natürlich in erster Linie in Partnerschaften stattfindet, aber auch darüber hinaus, habe ich außerdem mit Leuten gesprochen über andere wichtige Lieben in ihrem Leben, also die Liebe zu ihren Kindern, Eltern, Großeltern, der besten Freundin. Und widme mich natürlich auch Lieben fernab von irgendwelchen Beziehungsgefügen, also die Liebe zum Lesen, zum Sport, zum Fußball natürlich. Insgesamt war es mir wichtig, auf der einen Seite Gründe zu finden, wo die Leser bei der Lektüre so ein bisschen vielleicht in sich reinschmunzeln und das Gefühl haben, ja klar, ich weiß, wovon da gesprochen wird, das sagt mir was, ohne dass sie gleichzeitig innerlich abschalten, weil sie denken, ach Gott, das haben sie schon so oft gehört, das ist ja total banal.